Tag Freunde, willkommen zu einem weiteren Video der OWL Nerf Community. Ich bin Matthias und das sind die Nanofires. Und zwar, die haben wir von einem Actionmarkt. Wir wussten auch nicht, dass es die auf einmal in Deutschland gibt. Ja, wir haben sie zufällig gefunden und natürlich gleich mitgenommen. Und ja, was der Blaster kann und was wir davon halten, das seht ihr jetzt. Los geht's. Sie sind eigentlich relativ simpel eingepackt. Einmal die Ränder aufgeschnitten und dann hat man den Blaster gleich schon in der Hand. Wir haben beide mitgenommen, um einfach zu schauen, wie die Farben sind, beziehungsweise wie die Verarbeitung ist. Mitgeliefert sind zwei Darts. Nee, anders. Drei Darts. Und warum, seht ihr auch gleich. Den grünen haben wir auch gleich schon mal raus. Drei Darts sind jeweils mit dem Blaster mitgeliefert. So, die das erste Mal anfassen. Sehr, sehr klein. Also für kleine Hände perfekt, ja, aber für große Hände, ja, da fehlt der kleine Finger. Also da ist definitiv einer, der den dann abspreizt. Aber ansonsten muss ich sagen, hier oben durch die Fassung fühlt sich das sehr, sehr gut an. Keine Nasen oder sowas, keine spitzen Kanten, die jetzt im Weg sind. Hier oben kann man die Darts einmal nochmal reinstecken. Das war jetzt nicht so gut. Ich blende euch einmal ein. Ich habe hier einmal nur den Dart reingesteckt und er ist gleich aufgeratscht. Also da sind Ecken, Kanten drin. Das seht ihr auch jetzt gerade im Bild. Das ist nicht so geil. Also dementsprechend sieht jetzt auch der Dart aus. Aber mal gucken, ob das gleich die blaue auch hat. Ansonsten dasselbe System wie jeder einschüssige Blaster auch. Hinten ziehen, schießen und los geht's. Also ich muss sagen, er sieht so sehr, sehr cool aus, aber das mit dem kleinen Finger, das stört mich so ein bisschen, weil das hier dieses dickere Stück ist, wie bei der Two-Strike oder ähnliches. Und da, ja, ist jetzt so der Finger so ein bisschen im Weg. Aber dafür gefällt mir der Oberteil sehr, sehr gut. Zu blauen, ja, viel, viel besser verarbeitet. Also hier oben, das Loch ist wirklich vernünftig ausgestanzt. Da passen wirklich die Darts wunderbar rein und die gehen auch nicht kaputt. Optisch könnt ihr ja unten mal abstimmen oder beziehungsweise hier oben, ob euch einmal der grüne oder der blaue besser gefällt. Ich sage da jetzt einfach mal nichts zu. Aber, nein, ich sage da nichts zu. So, auch bei diesem Blaster, auch nur weil die Farbe geändert ist, ist das Laden auch gleich. Hier unten einmal ziehen und dann auch wieder schießen. Ja, viel zu sagen gibt es nicht, ja, außer dass hier einmal das Logo schwarz ist und hier einmal silber, blau und grün. Das Orange ist gleich, das Grau ist gleich und mal gucken, wie die Schussleistung ist. Ab zum Schusstest. Wir schießen als allererstes mit der grünen. Ein Dart ist mit drin. Wir schießen die drei Original-Darts und dann kommen wieder die Akku-Strike-Darts. So, wir halten den Blaster einmal gerade, soweit es geht. Zielen einmal auf die 100. Boika! Donnerwetter haben die Durchzug. Da habe ich sogar ein bisschen drüber geschossen. Okay, die Flugeigenschaften. Der Original-Darts ist ein bisschen schlechter, weil die halt auch nicht richtig geführt werden. Das war sogar fast getroffen. So, jetzt kommen die Akku-Strike-Darts. Zwei Stück. So, gezielt auf die 100. Ja, viel, viel besser. Also die Kraft ist wirklich ausreichend. Da sind die 10 Meter auf jeden Fall zu erreichen. Auf einem offenen Feld. So, jetzt kommt die blaue. Hier sieht man es, die blaue. So, und zum Vergleich jetzt nochmal die Original-Darts. Hinten nachladen, schießen, nachladen, schießen. Also das klappt wunderbar, nur wenn man treffen würde. So, des Weiteren machen wir jetzt wieder die Akku-Strike-Darts. So, jetzt will ich aber auch mal treffen. Die 25, das ist doch schon mal etwas. So, mit der einen hatte ich, mit der grünen hatte ich jetzt gerade vergessen, die benutzten Akku-Strike-Darts zu verschießen, aber die lassen sich auch wunderbar verschießen. Sehr, sehr gute Werte, aber das machen wir jetzt im Fazit. Im Schusstest gerade drüben hat man gesehen, dass sie wirklich eine super hervorragende Reichweite haben. Also, wenn ihr sie findet, nehmt die Blaster mit. Wirklich für wenig Geld hat man einen Top-Backup-Blaster bzw. einen Hosentaschen-Blaster. Wie gesagt, er liegt gut in der Hand, man kann ihn sehr schnell nachladen. Und hier oben hat man noch die Möglichkeit, zwei Darts extra noch reinzutun. Und das bringt dich schon sehr, sehr weit nach vorne. Es kann, wie gesagt, Vorteile haben. Aber so muss ich echt sagen, die Nanofire ist wirklich cool und mit den zwei verschiedenen Farben
kann man immer irgendwie ein bisschen Abwechslung machen oder halt seine Lieblingsfarbe daraus wählen. Wie gesagt, das mit der grünen, das kann ein Fehler sein, der nur einmal aufgetaucht ist. Es sind ja offene Kartons, guckt euch die Blaster genau an. Ihr könnt dann ja hier oben einmal reinschauen, ob das bei euch dann auch der Fall ist. Ich hoffe nicht, dass es hier nur ein Zufallsprodukt ist. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall diese Blaster empfehlen, gerade fürs Battle, für die Hosentasche, für als Backup für zu Hause, im Kinderzimmer, irgendwo. Weil sie sind wirklich lustig und das für dieses kleine Geld ist es die beste Alternative als zu Jolt. Ja, wenn dir das Video gefallen hat von den Nanofires oder beziehungsweise von der Nanofire, dann like doch dieses Video, gebt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen und dann sehen wir uns vielleicht schon im nächsten Video oder vielleicht sogar beim nächsten Battle. Bis dahin, Leute, ciao.